Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Kaffee und Cringe, unserem neuen Promo-Talk-Format. Heute mit einem super klasse, super Schauspieler. Sein Name ist deutschlandweit bekannt, seine Filme erreichen Millionen. Heute hat sich Zeit genommen, um mit uns zu quatschen. Er ist der sogenannte Lusttropfen unter den Körperflüssigkeiten. Macht einen riesengroßen Applaus für Florian David Fitz. Das klingt nach so einer ausgeleierten Harnröhre. Alles klar? Ja, du kennst mich sehr gut. Danke. Cringe. Können wir dir einen Kaffee anbieten? Sehr, sehr gerne. Darf ich dich Flo Daffy nennen? Ich würde darum bitten. Ich mache dir erstmal einen schönen Kaffee. Schwarz oder mit Milch? Wir haben leider keine Milch, ich muss also schwarz trinken. In ihrem Starporträt schreibt die Gala über dich. Oh Gott. Gut aussehend, charmant, smart, talentiert und erfolgreich. Florian David Fitz vereint alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Jetzt weiß ich, warum das Ding Cringe heißt. Ja, richtig, genau. Welche Meinung hast du von dir selber? Genau das. Das habe ich geschrieben. Sehr gut, hab bei meinem Praktikum bei der Gala. Ja. Fühlt sich manchmal, dass die Leute einfach nur dein Äußeres bewerten und nicht deinen inneren Werte? Nee. Ich hätte gerne einen Kuchen. Ich habe einen Donut, klassischen. Dann habe ich so eine Art Apfelkuchen mit ein bisschen Plastik garniert. Einen sogenannten Macaron. Cool, wie du alles anfasst. Ja, kannst du überall mit dem Finger einfach wirklich einen Zentimeter tief reinstecken. Und ich habe hier noch einen kleinen, wie sagt man heutzutage, darf man es doch? Amerikaner. Wieso heutzutage darf man es doch? Aber geil. Wann warst du das letzte Mal unfreundlich zu Servicepersonal oder arrogant? Nee, liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich würde das nicht machen. Aber es ist sehr oft, dass das Servicepersonal eher unfreundlich zu mir ist. Warum denn? Weil die deinen Film blöd finden oder weil die denken, du bist doch... Nee, weil wir einfach Deutsche sind. Und wie läuft das, wenn du mit Matthias Schweighöfer da hingehst? Wirst du dann besser behandelt, weil die den mehr lieb haben als dich? Mit Matze sag ich ganz gern. Ja, das hat er besonders gern. Wirst du anders behandelt? Nee, ne? Ich hoffe doch nicht. Nee. Ich hoffe gleich schlecht. Nee, mit Matthias gehe ich immer nur so an so Orte, wo er immer dauernd ist. Insofern, die wissen schon, da muss er gar nicht bestellen. Ihr geht ins Pornokino zusammen? Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht. Und du hast übrigens auch 2016 die Goldene Henne gewonnen. Das blieb uns verwehrt. Wir waren vorletztes Jahr nominiert, sind leer ausgegangen. Stattdessen hat Saftiges Gnu gewonnen. Weißt du, wer sie mit nach Hause genommen hat? Matthias. Saftiges Gnu? Nein. Ach so. Die saftige Henne. Okay. Schauspieler, Autor, Regisseur. Machst du alles allein, weil es niemand besser kann als du? Ich mach bist das du der alles, Beste? Gehörst du zu den besten Regisseuren Deutschlands? Sicher nicht. Oh, gehörst du zu den besten Schauspielern Deutschlands? Hm? Gehörst du zu den besten Schauspielern Deutschlands? Doch! Sagen. Gehörst du zu den Top 10? Würde ich nicht sagen. Top 20? Das ist doch nicht meine. Doch, kann man ja auch selber sagen. Benny sagt ja auch von sich, er ist der beste Unterhalter Deutschlands. Das ist das Problem. Was macht dir mehr Spaß? Singen mit Helene Fischer oder Doppelkopf mit Mike Krüger? Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Mhm. Doppelkopf ist doch richtig kompliziert. Das weiß ich nicht. Wo wärst du jetzt gern lieber als hier? Überall. Okay, perfekt. Dein neuer Film heißt Wochenendrebellen und ist seit dem 28. September im Kino. Benny, sag, worum es geht. Mirko, in dem Fall Florian David Fitz, ist beruflich bedingt viel unterwegs, während seine Frau Fatime, Aysel Tesel, das fordernde Familienleben organisiert. Ihr 10-jähriger Sohn Jason, Cecilio Andresen, ist Autist und sein Alltag besteht aus täglichen Routinen und festen Regeln. So muss es sein. Das ist angepasst, als Praktikantin. Der neue Film heißt Wochenendrebellen und ist seit dem 28. September im Kino. Worum geht's? Ich habe nicht zugehört. Finde ich cool. Ich will, dass der das glücklichste Leben lebt, das er leben kann. Es sind so viele Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf und sie passen nicht zusammen wie Krieg im Kopf. Jason! Der Jason ist schon richtig, so wie er ist. Er wird ein Leben lang in seinem Aufzug fahren und alles, was wir tun können, ist mit ihm zu fahren. Unsere Tante Elke ist großer Fan von dir. Können wir zum Abschluss ein Grußvideo für sie aufzeichnen? Na, bitte. Hallo Tante Elke, wir haben es lange nicht mehr gesehen, aber ich habe hier einen Mann für dich neben mir, der wird dir was sagen. Hallo Elke, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber ich habe hier einen Mann neben dir, der möchte dir was sagen. Hallo liebe Elke, es war ein Ausrutscher. Okay, perfekt. Du rockst nicht nur die Kinoleinwand, sondern bist auch im neuen Wer steht mir die Show Panel.
Was macht dir in der Zusammenarbeit mit Joko Winterscheid am meisten Spaß? Also ich kann, die Liste, was mir keinen Spaß macht, wäre länger. Mhm. Was macht dir keinen Spaß mit ihm? Der ist natürlich der Entertainer mittlerweile geworden. Teilweise auch ziemlich gerade. Der Arrogant. Ist so ehrgeizig. Ja. Na, wusste ich mich auch nicht. Das ist der Wahnsinn! Ja. Der will wirklich nicht verlieren. Okay. Und willst du auch nicht verlieren? Was? Naja, man will ja diese Show gewinnen. Man hat ja eine Show vorbereitet. Wie hoch ist der Druck, dass man gewinnen will, wenn man da steht? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Eine 9? Eine 9? Okay. Was sind noch deine Pläne für dieses Jahr? Ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Wohin geht es? Das geht dich gar nicht an. Okay. Alles klar. Du bist mit Matthias Schweighöfer befreundet. Kannst du uns entweder eine extrem private Geschichte über ihn erzählen oder ihn fragen, wann er uns endlich mal wiederkommt? Genau, das ist nämlich ganz besonders wichtig. Komm, jetzt zum Grund für deine Einladung. Ich frage ihn sehr, sehr gerne. Ich rufe ihn sofort an. Ja. Rufst du ihn auf Englisch an oder auf Deutsch? Das war Cringe und Café. Wie hat es dir gefallen? Kaffee und Cringe oder andersrum? Ja, oder andersrum. Müssen wir uns noch einigen. Das ist ein Arbeitstitel. Ich fand, es war mehr Cringe als Kaffee. Ja, perfekt. So muss es auch am Ende auch sein. Oben stehen uns Jahre mit schlechten Filmen und Serien bevor. Von Cinema Strikes Back. Und unten gibt's Was stimmt eher? Mit Hollywood-Star Tom Vlaschiha. Bleibt, wie ihr seid. Und wenn ihr uns weiter verfolgt, dann könnt ihr mal gucken, wie der Weg mit uns weitergeht.